Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat gestern den Zollernalbkreis besucht. Mit dabei war unsere Reporterin Sigrid Jenatschke. Es ist ein Thema, das die Menschen in Messstetten wie kaum ein anderes beschäftigt. Die vielen Flüchtlinge, die regelmäßig in der Landeserstaufnahmestelle ankommen und versorgt werden müssen. Umso mehr nach den Vorfällen in der Silvesternacht. In den Augen von Winfried Kretschmann entwickelt sich die Lage aber weiter positiv. Die Überbelegung ist drastisch zurückgegangen, ja. Und die Lea Messstätten ist eine Vorzeigeeinrichtung, in der die Flüchtlinge gut untergebracht und betreut werden, in der es wenig Stress und Übergriffe gibt. Also es ist geradezu eine vorbildliche Einrichtung. Dass der Vertrag zwischen Land und Gemeinde nur bis Ende des Jahres läuft, bedauert der Ministerpräsident. Nicht nur die Flüchtlinge beschäftigen die Menschen im Zollernalbkreis. Beim Gespräch im Messstädter Rathaus konnten Politiker Kretschmann gegenüber Sorgen und Wünsche äußern, aber auch Anregungen geben. Etwa zu Infrastruktur, Schulpolitik, Gesundheitsversorgung oder Verkehrsproblemen. Generell hat Kretschmann einen guten Eindruck über den Zollernalbkreis erhalten. Dazu hat auch sein Besuch bei der Firma Baxter in Hechingen beigetragen. Das Medizintechnikunternehmen ist der größte Arbeitgeber in der Region. Dort werden Produkte für die Dialyse hergestellt. Speziell sogenannte Dialysatoren, also Filter, über die das Blut der Patienten gereinigt wird. Das Land unterstützt solche innovativen Betriebe am besten, indem es in Bildung, Wissenschaft und Forschung investiert. Und das tun wir. Deswegen hat Baden-Württemberg die höchste Anteil des Bruttoinlandsprodukts, nämlich 5% an Forschung und Entwicklung, ein absoluter europäischer Spitzenwert. Mit solch guten Rahmenbedingungen unterstützen wir solche Firmen. Obwohl wir hier sehr hoch automatisiert arbeiten, sind doch die Lohnkosten immer noch nicht unbeträchtlich, die wir haben in der Herstellung unserer Produkte. Unter anderem sind die Energiekosten, die auch einen großen Anteil ausmachen bei uns. Und da würden wir uns natürlich schon erhoffen, dass speziell im Bereich der Energie, speziell im Bereich flexibler Arbeitszeit durch von der Landesregierung, aber natürlich auch vom Bund entsprechende Unterstützung kommt. Dadurch könnte die Firma laut Geschäftsführer Thomas Ertl die Produkte kostengünstiger herstellen und so Standort und Arbeitsplätze sichern. Zuvor hatte die Delegation eine neue Kindertagesstätte in Albstadt besucht, die in Kretschmanns Augen ein Kinderparadies mit moderner Pädagogik sei. Beide Besuche hätten ihm gezeigt, dass der Zollernalbkreis gut für die Zukunft aufgestellt sei.